Mein Name ist Alexander Kostadinov von Genscher Gourmet Catering. Mein Name ist Rosina Kostadinov, ich bin die Frau von Alexander. Wir haben zusammen, jetzt in der zweiten Generation, seit mittlerweile 28 Jahren, Genscher Gourmet Catering übernommen von den Eltern. Durch das, dass die Eltern den Betrieb gegründet haben, ist man halt da auch mit reingewachsen und hat es gelernt, Gastgeber sein zu lieben. Wir sind die, die unterstützend immer zur Seite und im Hintergrund stehen und alle Zyklen zur richtigen Zeit ziehen, damit jedes Rädchen letztendlich in das andere greift und sich Gäste auf Gäste konzentrieren können und nicht Gäste auf Gastgeben konzentrieren müssen. Ich kenne Lucini seit vielen, vielen Jahren und schätze sie als wahnsinnig guten Unterstützer. Meistens ein sehr angenehmes persönliches Verhältnis. Wir rufen kurz an, wir brauchen dies und das. Geht das denn jetzt so schnell und kurzfristig? Und dann wissen wir, das klappt, das funktioniert. Es ist nicht nur das Kochen, es ist nicht nur, dass ich stehe in der Küche und bereite meine qualitativ hochwertigen Speisen zu, sondern es ist wirklich das Ganze drumherum. Wann mache ich was? Wen nehme ich mit ins Boot? Wen brauche ich zu welcher Zeit wo? Das ist so ganz viel Flexibilität, die wir mitbringen müssen in unserem Beruf. Die große Herausforderung ist wirklich, den Überblick zu behalten. Da ist die Vorbereitung sehr wichtig, dass man die Zeitpläne kennt, dass man mit den Kunden vorher genau abspricht, wann, wie, was passieren soll und auf welche Zeichen das passieren soll. Der Rest ist Intuition und Erfahrung. Die Vielfalt bei Lucini, gerade durch die Marken von Jobline, von Vega, von Pulsiva, von Erwin M., ist für uns natürlich super praktisch, weil wir halt mit einem Ansprechpartner letztendlich schon mal vier Bereiche abdecken. Das Ganze in einer Schnelligkeit, die einfach in der Gastro immer wieder mal ja, mehr als notwendig sein muss. Wenn man sich für einen Beruf in der Gastro entscheidet, hat man so viele Möglichkeiten, sich auch weiterzubilden und so viele unterschiedliche Dinge zu tun, dass es definitiv nicht langweilig wird. Der Beruf in der Gastronomie ist herrlich. Er öffnet so viele Türen. Und daher hoffe ich, dass wir ganz viele Menschen für die Gastro ein bisschen begeistern können.